Hey, du kleiner Querulant, wo warst denn du gestern? Hä? Hast du frei gemacht, wa? Okay, ja, Babyface. Alle verheben und vergessen. Und das ist das, was ich meinte. Die taucht einfach hier auf. Och, ich schlender hier mal durch. Hallo Sie! Haben Sie Orcas gesehen? Sehe, Sie sind nicht so gesprächig. Na, dann lasse ich Sie mal alleine mit Ihrem Kumpel da. Nichts für ungut. Wollt nicht stören. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit Mini Cabin. Den Steinschieber schlechthin. Ich hab's nochmal versucht. Ich hab versucht nochmal. Achso, mir war ja gestern Rambazamba. Bin zu spät gekommen. Ellie hatte schon alles geklärt gehabt. Ich hab nochmal versucht, hier unten die Treppe, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich gedacht, oh, sei clever. Fang von unten an zu bauen und bau dich nach oben. War doch nicht so clever, wie ich mir gedacht habe. Hat nicht funktioniert. Naja, also heißt es Hallo Ellie sagen. Naja, gut. Also, was werden wir heute machen? Wir werden noch ein paar Steine verschieben, wie gesagt. Musstet ja noch nach hinten setzen. Ich werde das aber jetzt nicht komplett hier die Brücke durchziehen. Ich wollte das erst machen, aber ja gut. Irgendwann ist der Drops hochgelutscht. Wir haben es ja fast geschafft. Dann muss ich immer von da hinten die Steine holen. Naja, gut. Ich frage mich jetzt gerade, könnte ich vielleicht... Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Na, da schon, aber... Nee, da, na, da hättet ihr ja nicht. Macht Sinn. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht hierüber auch noch Steine spannen kann. Aber da das eine bewegliche Brücke ist, ist es sehr... Doof. Dieser Gedanke war doof. Genau, das trifft es richtig. So. Dann haben wir den Pavillon fertig. Schade, dass ich den Mittelbalken nicht ziehen kann. Ist mir nicht möglich. Aber das wisst ihr ja. Ihr wart ja mit bei. So, jetzt muss ich hier... Da drüben und dann müsste ich ja rein theoretisch bis vorne hindurch, aber das werde ich nicht machen. Keine Panik auf der Titanic, das wird nicht passieren. Leider weiß ich auch nicht, was danach passiert. Also das wird heute erstmal wahrscheinlich die letzte Folge sein. Weil wie gesagt, das wiederholt sich ja und wiederholt sich und die Hauptstory ist ja auch noch nicht completed. Also, wir haben sie completed, aber ich meinte jetzt storymäßig, was jetzt noch dazukommen tut oder so, das wissen wir ja noch nicht. So weit ist ja The Forest noch nicht. Hey, du kleiner Querulant, wo warst denn du gestern? Hä? Hast du frei gemacht, wa? Hast du uns nichts gesagt? Bist ein schöner Kumpel, bist du. Schön, hast du toll gemacht. Fang ja an zu grinsen, Junge. Ja, ducken brauchst du auch nicht. Aha. Okay, ja, Babyface. Alle verheben und vergessen. Hey, das ist ein Gesicht, den kannst du nicht übernehmen. Wird dir das vorgehalten? Gehen Sie mir mal aus dem Weg, Mr. Kelvin. Sonst zerbreche ich Ihnen Ihre Timeline. Zu aggressiv gewesen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er jetzt ja eingeschüchtert. Könnten Sie mal bitte zur Seite gehen? Sie stören den Fluss. Und warum wird denn das jetzt schon wieder dunkel? Hatten wir nicht gestern, wo wir aufgehört haben, erst Tag angefangen gehabt? Also ich bild mir ein, dass es so stimmt. Naja, gut. Einbildung, ne? Boah, ne? Was haben wir denn hier drin? Ah, Schnur. Und Münzen. Na du, machst du immer noch Urlaub? Pause? Hast dich ganz schön verändert, Kelvin. Er ist auch verstanden. Scherz, Junge. Nimm das nicht persönlich. Der Typ ist hübscher. Ich meinte, nicht so hübsch wie du.
Naja, ich glaube, wir müssen bald schnorcheln gehen. Weil wir wissen ja, es ist bis jetzt immer so gewesen. Meistens kommen sie nachts. Und das ist noch nicht mal gelogen. Aber ich will wenigstens nicht noch fertig haben. Ich jetzt sehe. Sehe ich jetzt nicht. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt pausieren. Also ich meine, ich muss jetzt slopen. Was ist denn das? Ellie? Oder haben wir wieder unangekündigten Besuch? Und das ist das, was ich meinte. Die taucht einfach hier auf. Och, ich schlender hier mal durch. Ist ja nichts da. Ja, das ist mein Haus. Ach, wie ist das? Messer geht schneller. Hä? Die ist hier rübergesprungen und hat sich nicht verletzt? Wer hat es denn nicht gemacht? Ach, dort, da liegt sie ja. Ich bin netter. Heute, Ellie, die ist ganz friedlich. Sie ist nämlich tot. Also, ich weiß es noch nicht. Es wäre cool, wenn man die so wiederbeleben könnte und dann so arbeite für mich. Leg dich hin. Also man schläft eigentlich über die Betten, aber sonst fühl dich wie zu Hause. Es könnte sein, dass ich einen sehr, sehr unruhigen Schlaf habe. Also nicht wundern. Ich speichere mal ab. Oder ja nicht auf. Hallo, Kelvin. Na du? Spielst ein bisschen Takeshi oder was? Mach ich mit hier von Stein zu Stein. Du bist dran. Spielverderber. Das ist dann mich einfach stehen. Ist das ein... Du bist kein cooler Kollege. Heute. Geh mir aus dem Weg. Ich wollte mit dir spielen. Jetzt muss ich mit dir spielen, aber so. Nee. Quaki. Da ist er. So, seht an. Also, einzeln kannst du... Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich da einen Stein hinschmeiße. Was ist denn hier los? Achso, ist mein Bar. Oh, ich hab mir jetzt eingebildet, da hockt wieder so eine Psychopathin. So, ich würde mal sagen, wir sind doch jetzt eh mal hier. Warum, ne? Also, rein theoretisch würde jetzt hier so weitergehen. Und weiter, und weiter, und weiter. Ich wollte eigentlich mal zum Helikopter. Schauen wie in Munition. Bin jetzt echt überlegen. Ja gut, ich könnte jetzt nochmal euch zeigen, hier so brückenmäßig, aber wie gesagt, das funktioniert ja nicht. Und zweitens, wie gesagt, statt ja heute die letzte Folge erstmal. Ein Solarpanel. Yay. Hallo Sie? War das schon immer so? Also mir war das so, als ob der Helikopter zu war. Wollte mit der Musik mitmachen. Na gut. Tote sollte man ruhen lassen. Er ist auf der Seite zugewiesen. Na ja, gut. Ach nee. Nix gesagt. Aber da... Eigentlich hätte ich jetzt mehr erwartet. Militärhubschrauber und so ein bisschen bloß drinne. So fliegt doch kein Militärhubschrauber los. Das ist nicht realistisch. Aggressiver Hasen.
Was wollt ihr denn jetzt hier oben? Eigentlich gar nichts. Hä? Ich wollte mir die Aussicht genießen. Genießen lassen. Stücke. Ja. Wie gesagt. Da sind wir. Turm ist fertig. Der Pott ist fertig. Der Durchgang ist fertig. Mich interessieren würden tun, wenn ich jetzt auf dem Wasser das Türmchen weiterbaue. Aber dazu bräuchte man wieder einen Winter. Das wäre aber auch cool, wa? Brauchst du jetzt hier quasi die nächste Brücke? Also, warten Sie mal. Ungefähr hier, da wo der Baum steht. Da. Da müsste quasi theoretisch der nächste Turm in derselben Höhe hin. Und dann eine Hängebrücke von Turm zu Turm. Aber nee. Kann ja hier nicht einen Winter warten. Das geht nicht. Hey, hier sind wieder Steine. Gut, ich habe sie wahrscheinlich nie gesehen. Ja, eigentlich, wie gesagt, sind wir hier. Oder was heißt, wie gesagt? Wir sind hier durch. Wir haben die Story durch. Wir haben gebaut wie die Weltmeister. Ne? Ja, unten ist ja auch. Ich wollte eigentlich. Ah, seht ihr, eins wollte ich noch machen. Aber ich weiß, die waren da hinten, glaube ich, ne? Die Orcas. Mich täte mal interessieren, ob die angreifen. Oder ob die bloß so da sind. Ich sag mal so, wir könnten ja jetzt hinfahren, also. Und dann abspeichern. Wir sind ja mobil. Volle Kanne. Was mich jetzt interessieren würde, ist ja. Er stand ja die ganze Zeit. Er ist voll. Obwohl Sonnenlicht gleich null. Ja, das Ausparken ist immer schwierig. Sag mal, kann ich hier auch durchfahren durch die Spikes? Nein! Kannst du nicht! Das kannst du nicht! Hä? Ich hab Sachen rausgefunden. Obwohl, der ist doch viel höher. Warum kann ich mit denen da nicht durchfahren? Finde ich ein bisschen doof. Also wisst ihr Bescheid. Falls ihr noch nicht auf die Idee gekommen seid, spartet euch. Die sind nicht Spikes fest. Ich staune, das Ding ist komplett leer, wa? Nur? Das ist ein ruhiger Wald. Ich wollte gerade sagen. Ja, gut, ne? Also, ich habe gedacht, dass ich da durchfahren kann. Hey, Batterien. Was für eine Enttäuschung. Epa. Hey, Medizin, das ist gut. Da habe ich ein leichtes Defizit. Der Doof ist aber jetzt. Unser tägliches Sterbemäßig ist, Zenit. Ne, also nochmal sterben können wir uns nie leisten. Ist da noch was drin? Ja. Schön. Das war der letzte Schluck. Das ist nicht dein Ernst, oder? Und der Topf ist oben. Na toll. Mal überlegen. Bei jedem Stob. Bei jedem Mal sterben verliert ihr irgendeinen Gegenstand. Und das random. Das heißt, ihr werdet gezwungen dazu, jedes Mal den Gegenstand euch wieder zu holen. Oh ja, gut, ne? 2-1 Risiko. Ich sag mal so, ein Anreiz hättet schon, ne? Also, es wäre nicht das Verkehrteste. Weil so bist du eben in die Höhle reingegangen und jetzt ist Feierabend. Warst du drinne? Hast du alles erlebt? Hast du keinen Grund mehr, so weit drin zu gehen?
So hättest du doch noch einen Grund. So, seid ihr bereit? Oh, shit. Ich muss abspeichern denn da unten. Bevor ich da drin plansche und die machen doch kurzen Prozess, dann sollten wir mal, bevor ich ins Wasser springe oder so, sollte ich ein Update machen. Update? Ein Safe Game, das meinte ich. Lalala. So, hier runter, wa? Ach, der passt schon. Ist ja geproved. Beugt sich nichts. Hallo, Bäumchen. Mann, ich bin voll der GTA-Fahrer hier. Das ist ja... Ha, perfekt. Genau zwischen die Bäume durch. Das ist... Fahren auf dem höchsten Niveau. Und das sinkt gerade. Die mich, ob die wissen, ob ich hier lang gefahren bin? Also rein theoretisch müsste ja hinter mir jetzt ein Schneise sein, wa? Nee. Könnte man so sehen. Nein! Falsche Taste. Also richtige Taste, nur nicht dicht genug dran. Ne? So, jetzt müssen wir hier runter. Und dann da hinten rüber. Und da hinten waren letztes Mal irgendwo Orcas. Da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall müssen wir uns ein Zelt aufstellen. So. Ihr seid jetzt meine Augen. Ihr müsst jetzt mir sagen, wenn die springen, die Orcas. Wenn ihr nichts sagt, kann ich nie anhalten. Scherz. Oh, ne? Schönes Ausfahrwetter. Ich hoffe nicht, dass es so ist hier wie mit die Dings hier, dass sie bloß bestimmte Zeit haben, hier rumzuhüpfen. Häschen, hüpf einmal. Ey, Kumpel! Soll ich dich mitnehmen oder was? Ah, ich sehe, du bist gut zu Fuß. Na, dann lauf mal. Ich muss da lang. Sorry, tut mir leid, ich habe nicht genug Platz für dich. Ja. Stand das letzte Mal auch schon hier? Ich weiß das ja nicht. War der Stein letztes Mal schon hier? Ich weiß das ja nicht. So, Augen zu und durch. So, jetzt müsste ich irgendwo einen Orca sehen. Das wäre schon hilfreich. Ich sehe nichts. Kein Orca, kein Flipper, nichts. Kann ja nie so schwer sein, so einen großen Fisch zu sehen. Ist nichts zu entdecken. Aber ich glaube, der war auch hinter die Dörfer, ne? Also. Da müssen wir noch 1-2 Meter fahren, glaube ich. Also eigentlich. Wenn ja Orcas verspielt sein. Und ich meinte nicht, der Jute verspielt. Wir spielen nicht kaputt. Orcas. Wir sind unterwegs. Gibt uns ein Zeichen. Keine Orcas. Ich hab's ja letztes Mal gesehen. Ich hätte es gleich mal ausprobieren sollen. Aber nö. Ich hab mir gedacht, die sind ja immer da.
Ja. Und. Nee, das ist bloß Treibholz. Oder der Orca, der ist kaputt. Mir kam das ja nicht so weit vor. Was sagt denn der? Ach, der Tank, der sagt noch okay. Okay. Das ist ja schon schwierig, sich auf die Strecke zu konzentrieren und gleichzeitig mit einem anderen Ohr auf dem Wasser zu hängen. Wegen bewegungstechnischer Weise. Ich wollte gerade sagen, da ist was, aber leider ist es bloß ein Fleck auf dem Monitor. Oder Staub oder weiß ich, was das ist. Nee, das ist ein Fleck. Warum ist denn da ein Fleck? Ich habe gestern den Monitor ungelogen sauber gemacht. Harte Kurve. Der muss da hier irgendwo. Hier haben wir auf jeden Fall die Eier gefunden. Da hinten, glaube ich. Eine Überraschung. Der ist schon besser zu steuern, aber wie gesagt, perfekt ist es noch lange nicht. Und ich merke, der hat so einen leichten Linksdrill. Ich lenke jetzt gerade nicht. Das ist ja mal merkwürdig. Ja, wie gesagt, es kann ja nun wirklich möglich sein, dass sie bloß bestimmte Zeiten haben hier. In Sachen Schwimmen, ne? Oder die kommen bloß ein einzig Mal. Und dann nie wieder. Bremsen. Irgendwelche Bewegungen. Sehe keine. Und die sind jetzt nicht so klein, dass man sie übersehen kann. Ich wollte mit euch jetzt einmal kicken. Wenn die mich hier fressen hätten, das wäre mir total schmutz. Ja, ist doch gut. Ich steig mal kurz aus. Hallo Sie! Haben Sie Orcas gesehen? Sie sind ja schon den ganzen Tag hier. Das ganze Jahr. Die ganzen Jahre. Hier ist bloß eine Möwe. Ich sehe, sie sind nicht so gesprächig. Na, dann lasse ich sie mal alleine mit ihren Kumpel da. Hängen sie ruhig eine Weile weiter rum. Ich finde hier schon. Nichts für ungut. Wollt nicht stören. Vielleicht sollte die Möglichkeit haben, nehmen da zu speichern. Ach, was soll's. 2-1 Risiko. Iha. Die Höhle wollte ich jetzt nicht rein. Nicht mal annähernd. Ist das jetzt eine Abkürzung oder ist das der Weg ins Wasser? Jedoch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, da geht's doch bestimmt Richtung Wasser. Kurve dürfte ja nie so tief sein, wa? Naja. Auch nicht so schlimm. Das Ding schwimmt ja. Ist ja wie Amphibienauto. Ahoi, ihr Seematrosen. Oder heißt es nicht Landratten? Wie auch immer. So. Immer noch nichts. Das kann doch nie wahr sein. Da sind die toten Orcas. Vielleicht ist es ja in der Nähe. Vielleicht ist es ja so ein Zeichen. Dann denken sie, wir waren das und dann wären sie aggressiv. Cool. Hier, das ist ein Gekreuz.
ein Stück Holz. Oh. Ich glaube nicht, dass wir da rumkommen. Bremsen. Anhalten. Aussteigen. Looten. Granaten. Ist ja granatenstark. Ah, zum Glück habe ich Nahrung. Jetzt. Oh, das ist auch gut. Ach, weißt du was? Ich nehme mal, nehme ich. Ja, ja, ja. Keine Batterien. Aber Munition. Stein. Zeig mir den Stein. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich glaube, wir müssen nochmal drehen und dann da oben lang. Irgendwas sagt mir das. Ja, doch wohl. Ich staune, dass die so schnell gestorben sind. Solange wie wir schon leben und sterben. Leben und sterben. Aber wir kommen immer wieder. Irgendwas machen die falsch. Mann, der Weg ist aber auch scheiße. Oh oh. Das habe ich nie kommen sehen. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Sehe aber immer noch keine. Ja, eindeutig. Wir sind dran vorbei. Alter, 30 Minuten rumdeideln und ich habe die immer noch nicht. Entschuldigung, bin hier auf der Durchreise. Ich versuche hier ein paar Fischis zu fotografieren. Doch, das war hier. Das war doch nicht hinter denen. Oder? Oh mein Gott, ich weiß es ja nicht mehr. Naja, gut, du siehst es aber auch von hier aus nicht. Wir schwimmen rüber. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt da rumfahre. Rita, ich wollte gerade sagen, es gibt überall einen Weg. Man muss nur wollen. Siehst du? Tata. Na? Also mir kam das nicht so weit vor. Mann, die Kurvenlage ist manchmal schwierig. Wie seid ihr denn finden? Ich weiß es nicht. Wie ist das, dass sie da waren? Da vorne ist der Steg. Da können wir auch noch mal Sachen abziehen. Es ist doch nicht der Steg. Habe ich wohl missinterpretiert. Da ist unsere alte Karre. Ey, cool. Können wir gleich mal kicken? Warten Sie mal kurz. Steigen Sie mal aus. Na, oh, die ist wieder voll. Ich glaube, das war unsere alte Karre. Krass, dass er die abspeichert. Kann doch nicht wahr sein. Da brauchst du mal einen Fisch und ist keiner da. Und wie gesagt, ich würde mich ja auch freiwillig schon fressen lassen. Was wollen sie noch?
Da, wir haben sie. Es hat gedauert, aber wir haben es geschafft. Da sind sie, da sind sie. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Anhalten, anhalten. Oh. Houston, ich hab da ein Problem. Was ist denn da hinten? Da ist er. Also, meine Leute, bauen ist angesagt. Ach nee. Das ist falsch, Karbin. Aber das weißt du doch schon von alleine. So, hier übernächtigen, wa? Oder beziehungsweise hier speichern wir ab. So. Und da der nicht voll gefressen werden soll, esse ich jetzt nichts. Vielleicht will er mich denn weniger. So, seid ihr bereit? Wo ist er denn hin? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist der da hinten oder was? Jetzt sind mehrere. Lasset uns mit den Walen planschen. Bin gespannt, ob die mich fressen. Da war er eben. Ich hab ihn gesehen. Da ist er. Nee, das ist er nicht. Jetzt sind sie weg. Du willst mich verarschen, oder? Hey, ich wollte doch mit euch spielen. Hab doch keine Angst. Ich bin's doch nur. De Karbin. Alter, das ist ja schon tief nach unten. Da. Wartet. Ich bin noch nie so schnell. Und außerdem ist hier ein Alpha-Wand, Mensch. Hier bin ich. So nah. Und doch so fern. Aber die waren doch hier drinnen gewesen, in diesem Bereich. Geht nicht, kannst vergessen. Ist ja mal scheiße, so eine Alpha-Wand. Was haben sie sich dabei gedacht, Mensch? Ich habe gedacht, hier grenzenlose Freiheit und so. Ist ja Betrug, ist das. Spiel nicht mehr. Gib das Spiel da zurück. Naja, gut, also, ich kann schon mal sagen, fressen können sie ihn nicht. Obwohl sie vielleicht wollten. Ups. Und das eben. Seht da. Jetzt sind sie auch weg. Lasst ihn frei den Kraken. Wo sind die denn jetzt hin? Die sind jetzt auch komplett weg. Eine wilde See ist das. Sind wir? Ich hab sie noch mal gesehen. Aber ich habe echt gedacht, man kann so mal gucken, ob die interessiert sind an uns. Das ist bestimmt der Stock, den ich in der Hand habe. Das hat sie verschrickt. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war erstmal mit The Forest gewesen. Ist heute. Oh, ich habe gedacht, ich kann ein bisschen mehr bieten. Deswegen bin ich eigentlich hier rausgefahren. Naja. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem Däumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt, würde ich mal sagen. Hauen Sie rein. Ich bin raus. Tschüss.